Hallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen hier bei der ersten Mod Contest Map Vorstellung von der Heimkirch, ne? Heimkirch. Ja, Heimkirch. Heute ist dabei der Modder der Map und zwar der Max vom Lohnunternehmen Wild. Jupp, hallo. Hallöchen. Ja, und er wird uns heute die Heimkirch ein bisschen zeigen. Was würdest du sagen, von der Größe her ist eine mittelgroße Map, ne? Klein bis mittelgroß. Ja, schon. Mhm. Wir haben hier, wie man sich sehen kann, hier eine sehr, sehr schöne PDA. Du hast gesagt, es ist eine leicht veränderte Version, die ich gerade habe. Wie gesagt, es gibt, ist ja bekannt, dass es anscheinend einen Gras-Bug gibt, ne? Ja, beim Heuwenden, da kommt dann so eine verzogene Grastextur und die ist hier eben schon geändert. Aber okay. Die schaut zum Download, also. Genau, das werde ich auch in der Beschreibung auf jeden Fall verlinken. Ich werde deinen Kanal verlinken. Ich werde auf jeden Fall den Fix direkt verlinken und das Video, das ich dazu gemacht habe, dass auch jeder gleich die Map in besten Zügen, vollen Zügen genießen kann. Ja, wir sind hier am Startpunkt der Map Heimkirch. Wir schauen mal kurz auf die Startfahrzeuge. Die sind hier, ja, schön überschaubar. Reicht, finde ich auch. Ein Deutz, ein Hürlimann und ein Steyr. Den zweiten Drescher. Etwas größeren Anhänger, noch den kleinen. Ja, finde ich eigentlich. Ist nicht viel, aber finde ich eigentlich genau richtig von der Größe. Das habt ihr echt mal gut ausgesucht. Es gibt ja manche, die haben entweder gar nichts oder alles. Das ist so genau das schöne Mittelmaß. Ja, dann darfst du mich gerne mal um die Map rumführen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, wenn ich jetzt den PDA einblende. Muss ich aber, glaube ich, nicht, ne? Nee. Wir sehen so eigentlich eh alles. Jo, ich würde sagen. Ich fange jetzt erstmal an mit den Hallen hier, also das sind die Vertex-Hallen, ich glaube, die kennt jeder. Die habe ich so ein bisschen geändert, also hier kann man, also bei diesem Abkipp-Dinger, das kennt man, glaube ich, da kann man auch mit dem Hänger ganz normal reinfahren, aber kann auch in den Hallen das abkippen. Also das geht beides. Okay. Ich glaube, es gab ja bisher nur die eine Version, ne? Dass man ja, da eben genau. Hier nur abkippen konnte und das hast du jetzt hier hinzugefügt, das ist richtig geil. Ja. Weil für große Hänger und so kann man dann hier abkippen und... Das ist super. Ja. Das ist echt gut. Und wenn man jetzt auf der anderen Seite guckt, da ist so ein Hahn dran, so aus Eisen oder, ja. Und da kann man dann runterfahren. Ja, und da kommt es hier raus. Kannst du abtanken. Ist ja genial. Genau. Das ist echt praktisch. Das hat mich aufgeregt, als wir damals auf der Unternehmen gezockt haben. Ein Drehschemel und versuchen mal da immer rückwärts reinzukommen. Das ist echt schwer. Ja. Und ja, hier sind noch normale Hallen, Düngertrigger und... Ja, genau, hier ist noch das Rüben- und Karottenlager. Da kann man auch noch mit der Schaufel abkippen, auch mit dem Hänger. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Hallen, Alter, die Hallentextur ist ja Wahnsinn. Ja, das ist die von Mods Wanted, das sind die Unterstände. Puh, verdammt nochmal ist die gut. Boah, die Quali, die Textur ist da echt schon mal super. Ja. Das, und ich muss sagen, was mich sehr freut, ihr habt genau meine Lieblingsgras-Textur verwendet. Also die finde ich einfach Hammer. Die habe ich auf jeder Map, die wir bisher gespielt haben, versucht einzubauen. Weil ich einfach die beste finde. Die ist nicht übertrieben hellgrün, sondern schön dunkel. Nicht so viele Blümchen, also fast gar keine eigentlich. Schön schlicht auch noch. Genau, paar Gräser und sieht wirklich super aus. Also das hat Hand und Fuß. Hier, glaube ich, sind die Startfahrzeuge drin, ne? Ja, genau, in den zwei Hallen hier, in der kleineren und in der größeren, da kann man mal reinschauen. Mhm. Ah, sogar mit der eventuellen Hebebühne. Ja, ein bisschen Deko. Sonst wird es so langweilig in den Hallen. Glaube ich auch. Nee, also, wie ist es bei euch? Habt ihr ein Kalklager verbaut? Nee, das jetzt nicht. Das hat irgendwie Probleme gegeben. Da hat sich irgendwas bissen von der Landkarte und. Ah, okay. Ich glaube, das waren so die Vorletzte-Texturen, die wo hier sind. Also, das Gras hier, das Grohe da. Ja, und ja, aber Gülle und Misch ist verbaut, also das wird dann sichtbar auf den Feldern. Mhm, das ist natürlich super. Würde ich sagen, das ist immer toll. Die Bodentextur, die ist richtig gut, die ist schön detailliert, muss ich sagen. Es ist auch eine fotorealistische, glaube ich, ne? Ja, ich glaube abfotografiert, die ist aber auf Motorstelle, die habe ich da runtergeladen. Nee, die passt richtig gut, muss ich sagen, auch schön fein vor allem. Na gut, dann darfst du mich mal weiterführen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal zum Bauernhof, also da, wo die Kühe sind. Jo. Geht's in die Richtung. Nebenbei möchte ich hier noch anmerken, guckt euch mal die Maistextur an. Die finde ich persönlich richtig geil. Ja. Die, wo der Mais noch schön am Wachsen ist. Und hier ist... etlichen Wochen. Hier ist die Maistextur schon ausgewachsen. Ja, oh, ist die geil. Die ist auch auf LS13, ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, genau die wir auch mal verwenden wollen. Und wie gesagt, bei uns hat sich hingehauen. Ah, sieht richtig gut aus. Wahnsinn. Ja. Sehr geil. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal in den Hof hier rein.
Hier ist die Einfahrt. Jo. Ja, durch. Hier sind die Kühe, ne? Ah, genau. Wie unschwer da vermuten. Kann man einmal, wenn man jetzt hier hinten reinfahrt, hier rechts, da kann man hier das abkippen und dann wird hier das in diesem Futterdruck, also für draußen an die Kühe, hier können die dann hingehen. Ah, das ist cool. Also du hast ja, eben nur einen Platz, wo du abladen kannst, nicht zwei, drei verschiedene. Ja. Das da ist können gut. Die Kühe hier hin zum Essen und hier halt noch den dann. Genau. Ist da irgendwo die Möglichkeit, wo man Wasser einkippen kann, oder? Nee, das ist zurzeit noch nicht auf der Map verbaut, aber Wasser mal mal, schauen, ob okay. es so gibt. Und dann hier, na klar, wieder die Hallen und das Gülleloch. Jo. Also hier kann ich Gülle rausbringen. Ist auch mal nicht schön, dass nicht immer eine Güllegruppe da ist. Mal ein bisschen Abwechslung. Lecker. Hier noch mal ein Dünger, ne? Ja, Oder ist genau, der nur zum zur Deko da? Auffüllen. Nö, wirklich zum Auffüllen. Okay. Und hier sind zwei solche Freilandsilos, hier wo es jetzt so ein bisschen dreckig ist. Ah, das ist cool. Das ist auch nicht Genau. schlecht. In unsere Videos hat man da ja auch mal gewalzt oder Silo gefahren. Habt ihr andere Dirt-Texturen, also Bodentexturen verwendet hier bei dem, was ist das Original? Das braune, also das mit dem Ja. Kies da drin, das ist Standard und dann diese Reifenspuren, das habe ich noch hinzugefügt. Ah, okay, dachte ich mir schon. Es sieht ein bisschen anders aus als normal. Macht Ja, richtig genau. was her, weil man kennt es, wenn man es standardmäßig macht, sieht es ein bisschen langweilig und plan aus. Und ja, hier sehen wir auch noch eine schöne Rampe verbaut, ne? Ja, genau, die ist, müsste von Mods Wanted sein. Die Und kenne ich auch noch von Mods aus da. ja, da kann man dann hier hochfahren und dann Mist rein tun in den Hänger. Das ist dann halt einfacher. Hier der Misthaufen. Jo. Also hier eigentlich eine schöne Ecke, muss ich sagen. Was mir immer sehr schwer gefallen ist, wenn ich denke, mir dran eine Map zu bauen oder zumindest so eine kleine Mod-Test-Map, ist das Schwere, was ich finde, eigentlich immer diese Detailarbeit, Felder so schön rund oder eckig hinzubekommen, mit den Möglichkeiten, die der Giants Editor bietet, das ist schon eine Fieselei, ne? Ja, genau. Und dann ist mit der Giant Editor, der ist meistens so grob. Und das macht nicht ganz so viel Spaß. Das glaube ich. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal hier hinten. Hier sind auch Jo. schon die Feldwege. Die habe ich ein bisschen anpasst, so an die Bodentextur. Man sieht es auch, das fällt gar nicht so auf. Es gibt ja, ich glaube, die Agrofrost oder so hat die auch verbaut, aber da merkt man halt doch noch die Unterschiede. Hier passt das super rein von den Farben. Man fällt kaum auf, Ja. was draufgesetzt ist. So ein kleiner Umschlagplatz, ne, für den Ja, Forst. genau. Da kann man dann Traktoren oder LKWs oder was beladen. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Also Holzfällen halt. Oh, und jetzt Und kommen wir zu einem meiner Lieblingsobjekte. Die Map, die Halle auch aus der Niederbayern-Map raus, ne? Oder halt, die wurde da auch verwendet. ja, genau, das ist die auch von Vertex Design. Die hat es 2013 gegeben, konvertiert. Geil. Echt Ja. geil. Liebt die. Die Machen wir ist. hier auf. Ah, das Doofe Hier ist, der noch was PDE öffnet drin. sich immer wieder. Aber das sieht innen wie außen einfach Hammer aus. Und passt auch voll zur Landschaft. Das ist noch schöner. Passt hier voll rein. Erinnert mich ein bisschen leicht an die Holzhausen, ne? Irgendwie. Ja, die hat die aufgebaut. Oh. Schöner Weiher hier nebenbei zum Baden. Ja. Sehr schön. Und ja, wir können mal zur Biogasanlage schauen. Jo. Die ist gleich hier hinten. Da haben wir auch wieder hier Mais, also gleich zum Ernten dann, gleich bereit. Ah, ein schönes Tor. Geht das automatisch auf, oder? Ja, das geht mit dem Map Door Trigger. Einmal hinlaufen, dann O drücken, dann bleibt es aber auch auf. Also ganz automatisch nicht, aber. Ah, okay, gut. Ja, ist Aber eh du gut, kannst. muss ja nicht immer. Ja, Hast du es gesehen? das Schiff, das fliegt immer um, das ist. Hammer. Jo, Gut, hier die dann. Waage geht's rein, okay. Die alten, Genau. finde ich auch cool. Die alten Fermenter sind das. Nee, Schwachsinn. Wie heißen die Dinger? Richtig Welche? ausgesprochen. Doch, Die. Fermenter, glaube ich. Also Doch, diese Fermenter. grünen. Ja, diese grünen Dinger da. Genau. Ja, das Okay. müssten Fermenter sein. War es sogar Hier richtig. noch das Gülleloch. Wie viel geht denn da rein, weißt du das? Keine Ahnung, ich glaube unendlich. Also ich weiß nicht, wie das Giant Software Ist immer geregelt gut. hat. Halt bis 100%. Ich bin mir da auch nicht ganz so sicher. Also hier nochmal eine schöne Halle für Ja, Radlader genau. und sonstige Sachen. Hier kann man auch noch was hinparken hier und hier stand das große Kaltsilo. Ja, da passt ordentlich viel was rein. Also, die Über haben schon es versucht. 500.000 Millionen, wie viel weißt du das? Keine Ahnung, glaube 300.000 ungefähr. Das ist mächtig viel. Bei den kleinen.
Wahrscheinlich ein bisschen weniger, oder? Ja, genau. Aber und immerhin ja. Drei Silos, ordentlich. Und hier auch zum Reinkippen. Jo. Die Dinger von Fliegel. Hier auch noch ein Unterstand mit Saatgut, mit Düngerpaletten, alles da. Es ist auch das Gute, dass man nicht immer diesen Krone-Emsland-Dünger-Anhänger drauf haben muss. Man hat ja eigentlich überall Möglichkeiten zum Dünger auffüllen und Saatgut auffüllen, ne? Mhm. Also man muss nicht immer mit dem Anhänger rumschleppen beim Säen, sondern man kann auch mal, ja, kurz zur BGA fahren und darauf laden. Jo. Ja, hier also noch Diesel, ne? Sieht man eh, oder Benzin halt zum Auftanken. Die Halle, ist die auch von Vertex Design? Nein, von Stefan Muck 30. Mhm. Das. Ich glaube, das gehört aber zu Vertex Design. Aber ich bin mir nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen. Nee, es ist. Ich kann mir vorstellen, dass man da durcheinander kommt bei so vielen Objekten. Ja, hast du noch irgendwo ein paar wichtige Verkaufsstellen oder schöne Naturgegenden? Die Baywa, die ist oben auf dem Berg. Da kann man hier mal rausgehen und dann hier hoch. Die Map ist ja relativ flach gehalten, ne? Ja, also bei euch in Nordhessen ist es deine Heimat quasi, ne, die Map? Oder? Ja, das sollte eigentlich das darstellen, aber irgendwie ist das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja, wie gesagt, es gibt die Leute, wie glaube ich, die Grand Prenais, so eine Map, wo der die wirklich versucht hat, 1:1 nachzubauen. Das sieht man dann auch anhand den Bildern, aber teilweise ist es echt oft auch schön, wenn man dann seine Kreativität freien Lauf lassen kann und nicht mehr an die Realität gebunden ist, weil dann teilweise wirklich was Besseres rauskommt. Jupp. Schönes ist, die Map ist nicht ganz flach. Das ist auch, wenn man es meint, wenn man hier mal oben ein bisschen hoch geht, ist doch noch ein bisschen Höhenunterschied da. Auch wenn es nicht so stark auffällt, aber besser als komplett flach. Das war zum Beispiel gestern die Map, die nördliche Gegenden. Die ist halt, ja, wie schon sagt, nördlich angehaucht und ist halt einfach komplett flach, ne? Ja. Und dann ist die Baywa. Hier hat man dann auch noch einen Stroh-Trigger, also zum Stroh-Kaufen und Ballen und so. Und hier. Ja, hier kann man da halt Getreide verkaufen. Ja. Standard halt und dann hier hinten. Die Baywa ist auf der Frankenland, glaube ich, verbaut. Die kenne ich da auch vom iFog-Team, jo. Ja, genau. Und ja, hier nochmal zum Auftanken auf beiden Seiten ist es. Hier nochmal so ein kleiner Unterstand. Ah. Ja. Also Details sind auf jeden Fall viele vorhanden, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Jupp. Das ist sehr positiv. Und ansonsten muss ich mir kurz mal die Felder ein bisschen genauer anschauen. Die sind im Prinzip, naja, größtenteils quadratisch, kann man, rechteckig kann man nicht wirklich sagen. Die haben eigentlich alle möglichen Formen. Ja, die sind meistens so Art rechteckig mit so einer kleinen Biegung drin oder so. Genau, genau. Also auch ein bisschen an den Straßenverlauf angepasst. Das ist halt wirklich sehr geil, wenn man andere Maps anschaut, wo halt wirklich alle Felder irgendwie rechteckig sind. Und das sieht erstens auf dem PDA schon mal nicht schön aus und in der Realität dann auch nicht. Und wie gesagt, das erinnert halt wirklich echt auch ein bisschen an die Holzhausen, weil die hat auch ja relativ, ja, wenige einfach rechteckige oder quadratische Felder, sondern auch ein bisschen verformt. Ja. Ich meine, da braucht man, kann man ja nicht immer nur einen Helfer laufen lassen und einfach zuschauen, sondern muss auch selbst mal ein bisschen zur Hand gehen. Ja, ich hab's aber versucht, so ein bisschen, also helferfreundlich zu machen. Ja, genau. Mhm. Also, da gibt's Felder, die sind halt eher rund, so wie jetzt das auf der Seite hier mit dem Zaun. Da muss man halt von Hand fahren, aber jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite oder andere Felder, ich glaube Feld 40 ist das, wenn wir mal die PDA aufmachen. Jo, nein, ich seh's. 51. 51? Ja, ja, genau, ja, das ja, große, genau. Ja, ja, klar. Und da habe ich auch versucht, damit es so ein bisschen helferfreundlich ist, nachdem das ja so groß ist. Ja. Da kann man hier einmal den Helfer dann einstellen und. Du hast hier, dann. Wie viele Felder? 57, ne? Sehe ich zumindest hier, ja, es ist Wahnsinn. Also für diese Map muss ich sagen, wenn das jetzt, klein ist die nicht mehr, die ist mittelgroß, dann ist das doch auch relativ ordentlich, muss ich sagen. Hier an der Seite die Map-Begrenzung will ich mir mal ganz kurz anschauen. Jo. Ihr habt hier auch aber keinen Rinder- oder Schweinemast verbaut, ne? Nee, haben wir jetzt noch nicht. Also eher so standardbasiert. Genau. Okay, das ist weder negativ noch positiv, das lasse ich einfach so mal so im Raum stehen. Die Map-Begrenzung ist im Prinzip, ja. Ja, hier ist sie ein bisschen offen. Genau, ist auch aber irgendwie mal ganz schön. Man sieht es, ich habe es vorhin an einer anderen Stelle gesehen, da geht einfach wieder so eine Senke raus. Davor auf jeden Fall versucht, möglichst viele Bäume hinzusetzen oder einfach halt, dass es nicht so auffällt. Es kommt relativ gut hin. Oh, was haben wir denn hier? Ja, hier ist so ein kleiner Baggersee, hier ist die Kiesgrube.
Ich muss doch erstmal kurz das Wasser anschauen. Das sieht ja von hier richtig geil aus. Boah. Schöne Sache. Und eine Kiesgrube, ne? Ja, genau. Hier kann man Getreide und sowas verkaufen. Hier ist die Verkaufsstelle. Ah, sehr geil. Das dampft ja oder staubt ja richtig gut. Bekommt. Ist es dann Kalk oder? Ja, das soll Kalk darstellen, aber man kann jetzt hier einfach Getreide und sowas verkaufen. Wenn man jetzt hier auch mal das Infofenster oder Überblicksfenster aufmacht bei den Lagebestandpreisen da. Da steht auch Bergwerk, Baywar und so. Genau, ja, Bergwerk sehe ich gerade. Ja, da kann man dann auch die Sachen verkaufen. Ja, super. Ich denke mal, es wäre sicherlich irgendwie mal möglich, hier auch einen Kalkträger zu verbauen oder so, ne? Ja, klar. Wir versuchen es in der nächsten Version, also wir haben schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und, ja. Sieht aber echt cool aus. Cool, dass da sowas verbaut ist. Das hätte ich jetzt nicht erwartet bei der kleinen Map, aber cool. Ein bisschen Abwechslung. Ja, auf jeden Fall. Das ist nie verkehrt. Ja, jetzt habe ich dich irgendwie verloren. Ach, da bist du. Nee, ich bin schon wieder da. Da vorne ist ein Kreisverkehr. Juhu! Ja, und hier ist ja auch schon die bekannte Kuh. Ja, ich glaube, die Eisenkuh. Jeder, die wo ein bisschen, der wo ein bisschen LS gespielt hat. Ist die aus LS 9, 8? Die war eigentlich immer dabei, ne? Ja, die war aus dem 9er. Genau, genau. Er ist cool. Ein erster Simulator. Genau. Ja, bei mir war es gekauft auch der 9er. Der erste Spieler war der 8er, aber den habe ich nicht besessen. Jo. Gut, was gibt es da hinten noch? Da gibt es den Güterbahnhof, Lakeshore Shopping und das Biomasse-Heizwerk. Da will ich noch ganz kurz vorbeischauen. Jo. Hier ist das Sägewerk, das ist auch noch spannend. Du hast auch einen kleinen Teich wieder verbaut. Ja, aber der hat jetzt nicht den Trigger drin zum das Holz verkaufen, leider. Ach, hat er nicht? Okay, schade. Ja, das ist ein bisschen blöd, aber. Weil hier sieht man auch, könnte man jetzt auch rückwärts hier reinfahren, ne? Das wäre flach genug. Ja. Würde man hinkriegen. Aber ich habe versucht, also ich habe den Trigger erhöht, also mir muss hier nur noch reinfahren mit dem Ponzo oder Buffalo und dann nimmt es das gleich, also mir muss es nicht wirklich abladen. Okay, das ist schon mal echt sehr gut, weil das kennen wir ja, glaube ich, damals noch von der Ammergauer. Das ist schon blöd, wenn du das jedes Mal wieder abmachen musst. Ja. Dann einfach durchfahren und dann ist es hier drauf und dann kann es mit dem Zug weggeschafft werden. Jo, auch schön schnucklig hier drin. Vor allem, es sieht einfach so, die Map hat so einen rustikalen, dunklen, düsteren Stil. Gut, düster möchte ich es jetzt nicht direkt nennen, aber das liegt einfach an den verwendeten Texturen. Ich finde es aber genau richtig so. Also weder zu hell noch zu dunkel macht einfach so den realistischen und natürlichsten Eindruck, finde ich. Das kommt eben auch wirklich so, wirklich ein bisschen ähnlich mit der Holzhausen, deswegen erwähne ich die öfters mal. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Dorf. Ja, genau. Und hier ist dann auch das Lakeshore Shopping Center. Ah, hier. Lothar in dem Wild, Ufo Rocks. Sehr geil. Wo ist das Ding Center? Hier, das Lakeshore Shopping. Ah. Ja, das ist auch so ein LS9. Was kann man hier machen, weil da hier so ein Ab... Ach, kann man hier verkaufen? Ja, genau. Ah, hier hinten, ich sehe es. Das ist gut. Hier kann man dann das Tor aufmachen für einen Traktor und dann kann ich hier durchfahren. Ah ja, hier ist ja noch so ein Tor. Perfekt. Gut, eine weitere Abladestation. Genau. Und hier ist noch... Was ist denn da hinten nochmal ganz kurz? Ah, das ist der Güterbahnhof, ne? Jo, das müsste sein, nicht. Gott sei Dank auch nicht zu groß, würde nicht zur Map passen. Auch schön klein gehalten. Ja, der Container noch hingestellt, also doch wirklich schön detailverliebt. Wie sieht's eigentlich, muss ich nochmal schauen, bei euch mit Wiesen aus? Habt ihr genug oder? Ja, also. Sind die Wiesen eigentlich markiert oder nicht, ne? Nee, aber ich hab's ja eingezäunt alle, also die meisten zumindest. Haben die Colli? Die Zäune, ja. Okay, gut, das ist aber wieder ein Punkt, wo sich wieder viele, viele aufregen würden bei mir, wenn die keine Colli hätten, weil es wäre unrealistisch. Ja, ja, es gibt auch freie Flächen hier, zum Beispiel jetzt hier hinter dem Güterbahnhof. Ja. Ja, aber es ist eh nicht so klein eingepfercht, dass man sagt, da kommt man nicht zurecht damit. Das ist, ja. Das ist alles ein gesunder Rahmen. Ja, hier ist noch eine Kirche. Jo, die habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Noch gar nicht. Wo ist die raus? Ist die auch aus dem frühen LS oder? Nö, aus Mottasche. Ah, okay. Ich habe die auch noch nicht so direkt gesehen. Passt auch gut rein, muss ich sagen. Gartencenter hier, ne? Ja, genau, zum Setzlinge kaufen, das kann ich auch gerade noch machen. Also ich glaube, ich habe genug Geld oder ich habe, glaube gar nicht die Rechte dazu. Ach so, warte mal, dann mache ich das schnell. Genau, dann haben wir hier unsere Setzlinge, sehr genau, schön. Dann hier davor gestapelt, die kann man dann
wegnehmen mit dem Gabelstapler oder Teleskoplader. Oder direkt mit der Baumsetzlingsmaschine, ne? Genau. Baumsetzmaschine. Ja, sehr schön. Dann kommen wir hier, glaube ich, wieder zurück. Nee, ist nicht der Hof, ne? Nee. Nee, das ist das Biomasse-Heizkraftwerk da oben dann. Warte, ich glaube, ich bin jetzt falsch rumgegangen. Ah, hier geht's rein. Okay. Ah, ich sehe es. Ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau, aus dem Forstmod. Die Hallen sind auch aus dem Forstmod. Also indirekt. Ich glaube, ich habe auch eure Map. Wie lange gibt's denn die schon, die 1.0? Die Heimkirche? Ja. Seit dem Mod-Contest, also. Komisch. Ich hatte nämlich irgendwie das Gefühl, jetzt wäre ich genau hier schon mal gestanden. War dann eine andere Map. Aber das dachte ich jetzt, wie so ein Déjà-vu. Aber ihr habt auch zwei, drei Forstflächen markiert, ne? Genau, also wir können auch noch in eine reingehen, in den. Ich würde jetzt in den großen in reingehen. In den Dreier oder in den Zweier? In den Einser. In den. Warte, jetzt muss ich selber gerade nachgucken. In den Einser. Okay, dann gehen wir mal geschwind in den Einser. Ah ja, das ist da vorne hier. Mhm. Achtung, Naturschutzgebiet, oder? Ja, ja, Landschaftsschutzgebiet. Ach genau. Aber hier waren wir nicht, ne? Nee, hier waren wir nicht. Nee, das war in dem anderen Wald. Der will ja, sieht alles gleich aus, ne? Wald. Auch sehr schön. Ach, hier nochmal ein kleiner Weiher. Sehr idyllisch. Und vor allem, muss ich sagen, auch mal schön, dass der Wald wieder ein bisschen offener ist. Ich meine, manche mögen es so, die mögen den dichten Wald, manche mögen wieder einen offenen. Das ist jetzt nicht so der größte Wald, aber man kommt gut zurecht mit den Maschinen. Man hat genügend Platz. Man kommt mit LKWs hier rein, mit größeren Maschinen. Ja, und man hier kann Umschlagplätze hier haben. Dann kann man halt diese zwei Bäume noch wegmachen, damit man auch mit 5 bis 10 Meter Stämmen hier durchkommt. Spinnerei, warte mal, Spinnerei ist auch noch da drüben, ne? Ja, da kann man dann seine Wolle verkaufen von den Schafen. Ach, das ist das kleine Haus hier. Ja, es passt. Muss ja nicht größer sein. Ja. Haben wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen oder so? Weiß nicht, waren wir schon bei den Schafe? Also wenn das. Nein, bei den Schafen haben wir noch nicht. Ja, dann gehen wir kurz darüber, hier in die Richtung. Jo. Aha. Hier sind die Schafe. Vor allem cool, dass die auch mal diesmal ein bisschen Grünzeug Nadelbäume abgrab. Die laufen dann auch wirklich hier hinter, also hier, wo du gerade gestanden bist. Ja. Das ist cool, das ist echt schön. Kann sich schön verstecken. Ist hier noch ein Silo, täuscht das, oder? Ja, hier ist noch eins, also für die Schafe. Ich weiß jetzt nicht, ob Schafe Silo essen, aber. Ich glaube gar nicht mal, aber auf jeden Fall ist hier nochmal ein Silo. Die BGA 3, genau, dann hatten wir bei den Kühen 2 und jetzt hier Nummer 1, also insgesamt 6. Und wenn man es jetzt nicht für die Schafe braucht und wenn man nicht genügend Platz hat, kann man hier auch noch abladen. Dann muss ja nicht unbedingt für die Schafe sein. Dann sehen wir hier noch eine Baustelle. Ja, auf der Map gibt es insgesamt 3 Baustellen, also im Dorf sind auch nur 2. Genau, da waren wir gerade vorhin vorbei. Sind wir vorbeigereist. Ja, dann gehen wir wieder zurück zum Hof, würde ich sagen. Dann hätten wir das eigentlich hier mal komplett abgearbeitet. Ich wollte es hier dann doch ein bisschen detaillierter machen als jetzt eine normale Mod-Vorstellung. Okay, die werden bei mir nicht immer lang. Aber wenn man schon mal die Möglichkeit hat, mit dem Modder hier die Map durchzugehen, dann will man doch möglichst alles zeigen. Halbwegs detailliert zeigen, damit wirklich nichts Wichtiges vergessen wird. Und man sieht hier einfach, dass hier eine sehr detailreiche Map hier vor euch ist und ebenso was die Felder angeht, sehr, sehr individuell. Von der Größe her eigentlich auch genau richtig. Muss nicht mehr viel größer. Ist jetzt das, der ganze PDA wäre die komplette Bjornholm, ne? Ja. Das heißt, dann ist das so ungefähr 2/3. Ja, es kommt drauf. Hälfte bis 2/3. Ja, genau, dann finde ich das eigentlich von der Größe auch richtig gut. Wie gesagt, eine überwiegend relativ flache Map. Aber nicht komplett flach. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen und ich werde es mir auf jeden Fall auch für den Mod-Contest mal als. Ich habe zwar die anderen noch nicht alle angesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die von meiner persönlichen Geschmack her eine der unteren wird. Ich glaube schon, dass das eher eine der Highlights für mich ist.
So viel kann ich euch verraten. Ach, hier, wenn wir mal, genau, hier waren wir noch bei den Kühen. Hier hat es mir so gut gefallen. Da würde ich sagen, beenden wir das hier. Ich danke dir erstmal fürs Map zeigen, ne? Jo. Das ist schön, wenn man wirklich die ganzen Infos so bekommt, weil sonst kann man spekulieren, weiß es aber nicht sicher. Und man sieht hier auch drüber, das möchte ich noch ganz kurz zeigen, dass hier unter dem Mais auch wirklich eine Pflugtextur liegt und keine Saattextur. Das sieht man auch nicht allzu oft und ist aber relativ realistisch gemacht. Von dem her was Neues und ich finde das richtig gut eigentlich. Ja. Gut, jo. Dann würde ich sagen, machen wir's. Wir sind raus. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag dir, Max, vielen Dank fürs Map zeigen. Bitte. Nach 25 Minuten haben wir die Map bestens gezeigt. Und wir sind raus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.